Google Platz 1 erreichen. Hallo, mein Name ist Lars Bilawski. Ich bin Internetmarketer und möchte euch heute meine 13 Marketingstrategien vorstellen, mit denen ich erfolgreich meine Webseiten auf Platz 1 bei Google bekomme. Am Anfang habe ich jedoch versucht, den Algorithmus zu verstehen und mit den öffentlichen Inhalten, also mit den öffentlichen Infos, die dazu bekannt sind, versucht, die Webseite so weit zu optimieren, dass ich nach oben komme. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Ich hatte nur ein rauchendes Gehirn, aber keinen Erfolg. Bis ich auf einen Satz gestoßen bin im Internet, der einfach lautete: Schreibe einfach hochwertigen Inhalt für deine Besucher und optimiere diesen anschließend. Ein ganz einfacher Satz, der aber sehr viel Kraft mit drin hat. Man muss also als erstes wie ein Besucher denken, der diese Webseite anpeilt, der nach diesen Infos sucht oder nach diesen Produkten oder was auch immer, damit er auch genau das vorfindet, was er haben will, also Relevanz für den Besucher. Und erst wenn man eine Seite hat, wo man selbst denkt, da würde ich auch raufgehen, um diese Infos zu bekommen, um diese Produkte zu kaufen, dann kann man umschalten auf Marketer-Denken und sagen, was kann ich jetzt an der Seite optimieren. Dann klappt das Ganze auch. Also nochmal zusammengefasst, viel hochwertigen Inhalt auf die Seite bringen, frische Infos, die nirgendwo anders zu finden sind. Es bringt nichts, wenn du etwas kopierst, da wirst du sofort gleich abgestraft, aber auch selbst, wenn du irgendwelche anderen Sätze einfach umschreibst, bringt dir das beim Marketing nichts, bringt dir das bei der Suchmaschinenoptimierung rein gar nichts. Und auch wichtig, Infos statt Blabla. Also keine Sätze einfach dahin klatschen, wo nichts drin steht, sondern wirklich hochwertige Infos, mit denen du auch jemand anders etwas erklären würdest. Also außerhalb des Internets. Dann klappt das Ganze auch. So, bevor wir jetzt weitergehen und ich meine Marketingtechniken veräußere, kurz mal zu meiner Statistik für die Zweifler. Ich habe im Juli 2015 25 Webseiten oder ab Juli 25 Webseiten online gebracht. Davon sind inzwischen, wir haben jetzt November 2015, 5 auf Platz 1, 14 auf Platz 10, in den Top 10 und 23 auf den Top 20. Okay, das sind die drei Fakten. Dann kann es ja losgehen. Die Marketingtechniken 2015. Nummer 1. 1500 Wörter oder mehr. Und zwar für deine Hauptseite. Deine Hauptseite, die als erstes bei der Webseite angepeilt wird, muss 1500 Wörter hochwertigen Content oder mehr besitzen. Damit sie bei Google einfach mal sichtbar wird, damit sie gut gerankt wird. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Zweitens, 4 Unterseiten. Diese magische Zahl 4, habe ich gemerkt, ist einfach wichtig. Hat man weniger Unterseiten, also entweder nur die Hauptseite oder 1 oder 2 Unterseiten, sieht Google das als nicht würdig an. Und diese magische Zahl 4 beschreibt einfach eine Webseite, die interessanten, viel Content hat und einfach würdig ist, gut zu ranken. Tipp 3, die Keyword-Dichte. Da streiten sich natürlich die Geschmäcker und da haben viele unterschiedliche Meinungen. Meine Erfahrung in den Sachen Nischenmarketing, also einfach verschiedene Webseiten im Test-Vergleichsbereich oder Produktbereich aufzusetzen, heißt einfach 0,8 bis 1,2% Keyword-Dichte. Hört sich erstmal wenig an, ist aber recht viel bei 1500 Wörtern. Wenn man in den Bereich Shopping geht, also irgendwelche Shops aufsetzt, geht das Ganze schon Richtung 2,0%. Ist also ein bisschen unterschiedlich. Man kann also das auch nicht verallgemeinerlichen. Aber bei einfachen Nischenwebseiten, die man hochpumpen möchte, ist die Keyworddichte 0,8 bis 1,2% einfach gut. Tipp 4. Das Keyword steckt in der URL. Das war schon immer so und wird auch so immer bleiben, schätze ich mal. Wenn das Keyword in der URL drin ist, hat man immer eine gute Chance und man wird auch recht schnell am Anfang nach oben gepusht. Wenn die URL dazu auch noch sehr kurz ist, sind die Chancen noch größer. Tipp 5. Überschriften. Es gibt immer einen guten Ranking-Boost, wenn du eine H1, eine H2 und eine H3 Überschrift jeweils mit dem Keyword oder einer verwandten Wortgruppe zum Keyword mit drin stehen hast. Wenn du dann noch das Keyword einmal in Fett schreibst und einmal unterstreichst, sieht es noch besser aus. Tipp 6. Die Metadaten. Die sind ja extra dafür da,
eine Webseite zu optimieren. Und das belohnt Google auch, wenn du deine Metadaten entsprechend deiner Webseite optimierst. Also in das Fokus-Keyword auch dein Keyword eingibst, in den SEO-Titel auch dein Keyword mit einer passenden Überschrift eingibst und in die Meta-Beschreibung auch das Keyword eingibst mit ein paar zusätzlichen Keywords oder einem kurzen Satz, der ungefähr 80 Zeichen beinhaltet. Ich weiß, die allgemeine Meinung dazu ist 150, 160 Zeichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, 80 sind immer super. Dann übernimmt Google auch diese Meta-Beschreibung und auch für den Ranking-Boost ist das einfach mal am besten geeignet. Nummer 7, CMS. Es kann an meinen Programmierkenntnissen liegen, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich ein CMS einsetze, wie WordPress oder Joomla, rankt die Seite viel schneller und besser als eigengeschriebener Code. Ich schätze einfach mal, das liegt daran, dass CMS-System einfach mehr vertraut wird bei Google. Performance. Seit letztem Jahr relevant, seit diesem Jahr April, 2015 April, super wichtig. Wenn die Seite nicht gut performt, lässt Google nicht in die Top 10. Also arbeite daran, dass du eine gute Auslieferung deiner Bilder, deines JavaScript und deines CSS hast. Es nützt dir nichts, wenn du ein super geiles Design hast, was alle toll finden, wenn die Seite nicht gefunden wird. Zum Glück stellt Google selber sein Tool Insights dar oder zur Verfügung, mit dem man seine Seite analysieren kann und auch Bilder, JavaScript und CSS-Dateien austauschen kann. Nummer 9. Backlinks. Das ganze Thema Backlinks ist natürlich sensibel und auch nicht mehr so wichtig wie früher, aber vertrauenswürdige Seiten wie bestimmte Foren, große Bloggerbereiche und Presseportale genießen immer noch ein großes Vertrauen in Sachen Backlinks. Wenn du also interessante Informationen streuen kannst, nutze diese Möglichkeiten. Melde dich in entsprechend passenden Foren an, schreib erstmal ein paar Beiträge und schreib dann mit einem Backlink zu deiner Seite einen schönen Beitrag. Nicht irgendein Mist, sondern etwas, was passt, was Sinn hat. Presseportal ist natürlich viel einfacher. Dazu schreibt man einfach eine Zusammenfassung seiner Webseite, vielleicht mit noch ein bisschen ein paar Infos, frischen Infos rein und lässt die über Backlinks-Portale laufen. Somit kann man seine Informationen gleich über viele, also so 150 bis 250 Presseportale oftmals streuen mit einem Klick, was Google auch nicht abstraft, weil Google weiß, Presseportale sind Presseportale und da wird einfach viel gestreut. Da sind dann viele Backlinks auf einmal vorhanden. Zusätzlich wirst du dadurch noch mehr Traffic natürlich generieren. Nummer 10. SEM-E-SEO. SEO ist ja Suchmaschinenoptimierung, also die kostenlose Variante. SEM ist Search Engine Marketing, also die Bezahlvariante. Bei Google ist das ja Google AdWords. Man kann also einfach dafür bezahlen, dass die Seite oben steht und bezahlt dann für die Klicks. Jetzt ist es ja so, dass dieser Faktor Absprungrate bei Webseiten für Google auch interessant ist. Also wenn viele Besucher auf deine Webseite kommen und sofort wieder abspringen, stuft Google die nach unten. Genauso aber auch nach oben, wenn du Besucher hast, die auf deiner Webseite bleiben. Wenn deine Webseite aber über Google nicht gefunden wird, kannst du nicht abgestraft werden und auch nicht nach oben kommen. Da steckt man manchmal mit seiner Webseite auf Seite 2 oder 3 fest, ist kurz vor dem Durchbruch, kommt aber nicht weiter. Da hilft es einfach mal, 7 Tage Google AdWords einzusetzen, um ein paar Klicks zu generieren. Am besten ist natürlich, wenn die User, die das nutzen, auch dann drauf gehen, drauf bleiben und dann wieder abzuschalten. Ich setze da immer so 10 bis 15 Euro ein. Das ist natürlich erstmal miese, aber es gibt einen überraschenden Ranking-Boost, weil deine Seite dann genutzt wird und das erkennt Google wieder und pumpt die mit nach oben. Nummer 11. Mehr Inhalt. Wenn nach 3-4 Wochen, manchmal auch nach mehr, immer noch nicht klar ist, die Seite bahnt sich ihren Weg nach vorne, dann hilft manchmal einfach nur mehr Inhalt.
Ich habe das gemerkt, viele Seiten ranken super mit 4, 5 Unterseiten, manchmal aber eben nicht. Dann hilft einfach nochmal ein, zwei hinterher. Dann nach 2 Wochen nochmal eine. Irgendwann kommt sie dann nach oben. Ist natürlich anstrengend, aber es wird das Ziel erreichen am Ende. Nummer 12, Geduld. Ist natürlich der andere Faktor. Am Anfang meiner ersten Seiten habe ich dann immer irgendwelche Hauruck-Aktionen gemacht, wie ganz viel Google AdWords einkaufen oder ganz viel Backlinks verteilen, was natürlich zum Abstrafen führt. Hab einfach Geduld. Manchmal dauert es über 2-3 Wochen, da tut sich gar nichts an der Seite und auf einmal macht die dann einen Sprung von 10 Rankingplätze. Einfach mal gechillt zurücklegen. Und der letzte, Nummer 13, Rationalität. Was meine ich damit? Das Ganze soll man nicht emotional sehen, sondern rational. Ich bin öfter mal auf Internetmarketer gestoßen, die einem erzählen, ich habe die 3 super Marketing-Tricks und verkaufe dir für schlappe 47 Euro oder so. Da stehen dann irgendwelche Marketing-Tricks drin, die der mit der ja auch benutzt hat wahrscheinlich und irgendwie auch erfolgreich, aber es bringt nichts. Das sind meistens Marketer, oder wenn sie sich, sie nennen sich Marketer, aber sind meistens Menschen, die 1 bis 2 Webseiten in ihrem Leben aufgesetzt haben, die zufälligerweise oder genau mit diesen Methoden auf Platz 1 oder in die Top 10 reingerutscht sind. Und dann denkt dieser Mensch, oh, ich weiß Bescheid, wie es geht, damit mache ich jetzt Geld. Es ist aber sehr unterschiedlich zu den Seiten. Manchmal hat man einfach ein bisschen mehr Glück, weil der Inhalt auch mehr dazu passt oder der Algorithmus von Google besser zu einer Nische passt, die du gerade ausgesucht hast, als zu einer anderen. Aber einfach mit 3 super Tricks das Ganze klären zu wollen, ist einfach Quatsch. Deswegen bleib rational und geh alles nacheinander durch. Wenn du Glück hast, bist du recht schnell mit wenig Einsatz, mit wenig Fleißeinsatz schon ganz oben. Es kann aber auch sein, dass du einfach länger brauchst. Genau, und so sieht das Ganze dann aus. Diese Webseite ist meine Mustervorführungsseite, 2.7. gestartet. Am 2.8. war sie in den Top 10, am 16.8. auf Platz 1, meine Nanoversiegelung-Test. Wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like drunter in YouTube, liked meine Fanpage, automatisiert kostenlos Geld verdienen auf Facebook und gebt mir Kommentare, ob ihr mehr wollt, beziehungsweise ob ihr auch andere Strategien nutzt, beziehungsweise andere Techniken habt. Ich bilde mich da immer gern weiter. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß, euer Lars.